Hier sind die CD-Neuheiten auf NDR Kultur am Pfingstsonntag. Last but very not least reisen wir mit dem Klavierduo Genova und Dimitrov ins 20. Jahrhundert. Das für seine Interpretationen so gefeierte Duo hat sich für die aktuelle Platte entschieden, die Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug von Béla Bartók in der Fassung als Konzert mit Orchester neu aufzunehmen, zusammen mit dem bulgarischen Rundfunksinfonieorchester und Jordan Kamtschalow. Ich habe die beiden Musiker in der Hochschule in Hannover getroffen. Hier unterrichten sie mit großer Leidenschaft eine wachsende Klasse von Klavierduos. Aglika Genova ist sehr überzeugt von der orchestrierten Fassung der Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug von Béla Bartók und gibt ein sprechendes Beispiel dafür. Das ist wirklich eine geniale Variante, eine zweite Variante, die später entstanden als die Sonate. Wir sind alle drei, insbesondere wir mit Luben jetzt als Solisten und mit den Schlagzeugern zusammen, haben wir das auch diskutiert. Die sind auch Solisten mit uns zusammen, alle. Wir vier waren die Solisten in diesem Werk. Wir haben das mit allen besprochen, alle stimmen absolut ein, diese Idee und dieses Gefühl, dass dieses Werk noch reicher ist, noch vollständiger. Es gibt drin zum Beispiel in dem zweiten Satz, da sind Bartóks Worte, er imitiert Naturgeräusche. Es gibt sogar Frösche, die man da hört in den kleinen Seen und Flüsse. Diese Frösche kommen mehr zur Geltung, wenn das Streichorchester oder wenn die Violinen und Bratschen dabei sind oder andere Tutti-Stellen, wo es wirklich maestoso klingen muss, wo man diese Ekstase erreichen muss. Nicht nur der ugandischen Volksmusik, ich spreche überhaupt von Ekstase, große Dimensionen, große Kulminationen. Thank you.
Die Sonate ohne Orchester hat ihren Charme, sagt Aglika Genova, aber das Konzert bietet mehr Spielraum. Und da sollte man gar nicht darüber sprechen, dass Bartok hier aus Verlegenheit oder Geldnöten gehandelt haben könnte, wie es immer wieder gern getan worden ist. Es ist einfach ein neues Werk. Ich würde da nicht vergleichen. Ich will nur dazu sagen, vielleicht liegt es daran, dass wir beide mit Loben uns sehr wohl mit großen Orchestern auf der Bühne fühlen. Das können nicht alle Kollegen sagen. Es gibt Kollegen, die zum Beispiel mehr intimer, so in intimere Sphäre sich bewegen, an einem Klavier vierhändig. Die mögen nicht so viel Orchesterauftritte haben. Wir beide aber fühlen uns wirklich in unserer Welle, in unserem Wasser, so gesagt, wenn wir mit einem großen Dirigenten und Orchester auf der Bühne sind. Das liegt vielleicht an unserer Ausbildung. Wir wurden jahrelang solistisch ausgebildet und diese Klangdimensionen sind uns nicht fremd. Wir fühlen uns einfach sehr wohl dabei. Aglika Genova und Ljuben Dimitrov machen im Gespräch wie auf der Bühne immer einen sehr harmonischen Eindruck. Ich habe sie gefragt, ob die Zusammenarbeit auch so einhellig verläuft oder ob es da auch mal Auseinandersetzungen gibt. Auf jeden Fall, wir sind zwei verschiedene Persönlichkeiten und das haben wir in den Jahren, die wir über 20 Jahre schon Klavier durchspielen, immer zu bewahren versucht. Die verschiedenen Charaktere, die in irgendeinem Moment, in irgendeiner Sekunde durch die Musik vereinigt werden. Das sind Ideenwelten, die zueinander sich gesellen und nicht miteinander kämpfen. Das ist immer unser Prinzip, der uns geleitet hat nach vorne und deswegen arbeiten wir immer zunächst separat sehr lange. Eigentlich die meiste Zeit arbeiten wir alleine, wenn wir ein neues Werk einstudieren und bis wir unsere nicht nur technisch den Text beherrschen, um es etwas einfacher auszudrücken, sondern auch unsere eigenen Ideen formulieren könnten und diese auch ausdrücken können. Und wenn diese Ideen in irgendeinem Maße schon Gestalt angenommen haben, dann treffen wir zusammen und dann fangen wir an, diese Ideen auszutauschen. Manchmal natürlich knallt's und zwar gewaltig, kann es sein natürlich, aber dann treffen wir nochmal, nach einer gewissen Pause, treffen wir uns nochmal mit Agi und dann fangen wir an zu erzählen, jeder seine Geschichte. Warum denkt der eine oder in diesem Fall Agi zum Beispiel, die eine, dass ihre Geschichte vielleicht besser sein könnte oder passender zu diesem Komponisten, zu der gemeinsamen Gestaltung, die wir diesem Werk verleihen möchten. Und dann entstehen eigentlich diese Gemeinsamkeiten und dann ist es sehr wichtig, dass derjenige, der zum Beispiel seine Idee in diesem Moment aufgeben sollte, einfach das akzeptiert nicht als ein Verlust, sondern als eine Bereicherung, denn diese ganze Arbeit und dieser ganze Prozess ist nur im Namen der Gemeinsamkeit. Thank you.
Zu dem Konzert von Bartok passt das Konzert Nummer 2 für zwei Klaviere von Viktor Babin sehr gut. Beide sind Pianisten gewesen, Bartok wie Babin. Babin, 1908 geboren, 1972 gestorben, war Amerikaner russisch-jüdischer Herkunft. Gemeinsam mit seiner Frau bildete er das gefeierte Klavierduo Wronski und Babin. Ihr Mentor war Sergei Rachmaninow. Das ist heute viel zu wenig bekannt, finden Aglika Genova und Ljuben Dimitrov. Ljuben Dimitrov betont, wie gut diese Musik des Pianisten Viktor Babin in der Hand liegt. Zum Beispiel im zweiten Satz die Melodie bei diesem rhythmischen, sehr rhythmischen Satz und sehr dynamischen Satz ist die erste Melodie zum Beispiel diese Tita-ta-ta-p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 im. Die ganzen Positionen der Finger, wie man die Position auf der Tastatur hält, sieht man gleich, dass es ganz natürlich alles steht. Die schwarzen Tasten nach vorne und die für die längere Finger zum Beispiel sind die schwarzen Tasten. Wenn man sich die Melodie vorstellt und die Hände auf die Tastatur dran einfach so hält, sieht man, wie die Hand ganz normal steht und ohne große Bewegungen die Musik rausholen kann. Wir fühlen uns mit Ljuben ein bisschen, darf man so sagen, ein bisschen stolz, dass wir durch diese CD-Produktion dieses zweite Konzert Viktor Babin auf die Duo-Repertoire-Bühne gebracht haben. Warum? Nicht, dass jetzt wenig Konzerte für Klavierduo und Orchester, was absolut falsch manchmal verstanden wird oder einfach weiter erzählt wird, das stimmt nicht. Es gibt viele Konzerte für Klavierduo und Orchester. Aber dieses spezielle Konzert Viktor Babin gehört eigentlich noch zum klassischen Repertoire eines Klavierduos. Ich weiß nicht wie, aber nur Gott weiß, wieso diese Idee, was Loretta Dranoff damals hatte mit diesem Konzert, dass dieses Konzert in Amerika zuerst oder später auch in Europa produziert wird, nicht verwirklicht worden ist. Wir sind jetzt die Ersten, die das als Weltpremiere auf eine CD realisiert haben. Ich kann das nicht beantworten. Auf jeden Fall macht uns irgendwo ein bisschen stolz, dass jetzt noch ein Konzert, ein wichtiges Konzert, was eigentlich zu Stammrepertoire eines Klavierduos gehören sollte, jetzt bei dieser CD-Produktion zu hören ist. Das heißt, wir haben ein neues Kind geboren und wir hoffen, dass dieses Konzert auch von Kollegen später auch mehr und mehr realisiert wird, so wie genau Bartok oder, wie Ljuben sagte vorher, Bruch oder Mendelssohn, die Konzerte. Das sollte eigentlich, das haben auch viele Musiker auch bestätigt und uns erzählt, dass dieses Konzert absolut zum Stammrepertoire gehört. Das ist so wertvoll und so klar als Musikideen geschrieben. Thank you.
Das Klavierduo Genova und Dimitrov zusammen mit dem bulgarischen Rundfunksinfonieorchester und Jordan Kamchalov im Finale des Konzerts Nummer 2 für zwei Klaviere und Orchester von Viktor Babin, eine Ersteinspielung. Diese CD ist bei dem Label CPO herausgekommen. Nach den Nachrichten hören Sie im Sonntagsstudio ein NDR-Kulturpodium, das Literaturquartett von Zeit und NDR-Kultur mit Annemarie Stoltenberg, Ioma Mangold, Jens Jessen und Ulrich Greiner. Die Aufzeichnung einer öffentlichen Veranstaltung vom 13. Mai in der Hauptkirche St. Jakobi in Hamburg. Mein Name ist Ralica Nikolov. Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden